Ich habe das Gefühl, Sie sind auch so erleichtert. Die Spannung war ja kaum noch auszuhalten. Schafft das nicht, jetzt hat es doch geklappt. Olaf Scholz hat eine Frau. Ja, er muss nicht solo antreten. Klara Geiwitz, Landtagsabgeordnete aus Brandenburg, wird es mit ihm gemeinsam tun. Alle fragen sich, was, mit der grauen Maus will die Geiwitz antreten? Respekt! Ja, sie ist ja durchaus selbstbewusst. Die 43-Jährige betont, sie wolle nicht, Zitat, das dekorative Salatblatt an seiner Seite sein. Nein, bitte nicht sein. Das dekorative Salatblatt am undekorativen Salatblatt. Warum auch? Nun nimmt die ganze Sache aber doch noch Fahrt auf. Es ist ja wirklich die längste Vorsitzendensuche aller Zeiten. Man sagt, in der Zeit, die die SPD nach einem Vorsitz sucht, finden die Buddhisten 5 Dalai Lamas. Und es sollen sich ja möglichst auch Paare bilden. Ja, es sollen schön immer zu zweit aufstellen. Man kennt das ja noch von der Grundschule. Der Grund ist klar, geteiltes Leid ist halbes Leid. Scholz hat wirklich intensiv nach einer Mitstreiterin gesucht. Ich meine, ich hätte Anfang der Woche noch das hier im Fernsehen gesehen. Geil auf schwarze Nullen. Bock auf große Koalition. Einschlafprobleme. Dann ruf mich an. SPD-Wähler warten auf dich. Alle beide. Und es hat funktioniert. Eigentlich wollte Olaf Scholz ja gar nicht antreten. Das hat er eigentlich anfangs ja gesagt. Es sei auch zeitlich mit dem Amt des Bundesfinanzministers nicht zu vereinbaren. Dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, so lange werde ich es ja nicht machen. Ne? Es wird ja nicht lange dauern. Ein paar Monate maximal. Dann bin ich den Job auch schon wieder los. Was soll's? Ich mach's. Der SPD-Parteivorsitz gilt ja als Himmelfahrtskommando. Wobei das nicht ganz richtig ist. Bei der Himmelfahrt geht's ja aufwärts. Ich will jetzt aber nicht sagen, Olaf Scholz und Klara Geiwitz werden es auf jeden Fall. Nein, vielleicht wird es ja auch ein anderes Kandidatenduo. Die Liste der Bewerberinnen und Bewerber liest sich ja wirklich wie ein Who is who der SPD. Ja, bei den meisten Namen fragt man sich, who ist eigentlich who? Ja, hier zum Beispiel, ist ja munter zusammengewürfelt. Wer ist mit dabei? Da hätten wir zum Beispiel Karl Lauterbach und Nina Scheer. Oder, wen haben wir noch? Gucken wir noch mal rein. Da wäre noch Simone Lange gemeinsam mit Alexander Dingsbums. Nicht zu vergessen, Boris Dingsbums und Petra, wer ist das? Und natürlich, und wer? Und das sind noch nicht alle. Aber die anderen sind völlig unbekannt. Wen haben wir noch? Achso, die kennt man natürlich, klar. Die sind bekannt, Gesine Schwan und Ralf Stegner. Die stehen für einen klaren Linkskurs. Wäre ja mal was Neues in der SPD. Auch wenn sie auf mich immer wirken wie ein Clown-Duo im Kinderzirkus. Flunsch und Wolle. Ja, da bleibt kein Auge trocken, weil alle heulen. Es darf getrost bezweifelt werden, dass die SPD es in diesem Zustand schafft, wieder Wählerinnen und Wähler für sich zu begeistern. Aber vielleicht kommt ja bald diese Phase, in der man dann wieder SPD wählt, aber dann eben ironisch. Das machen ja manchmal junge, saturierte Hipster. Die machen ja manchmal Dinge einfach ironisch. Also die gehen ironisch in die spießige Kneipe an der Ecke oder Kleingärtnern ironisch oder hängen den röhrenden Hirsch übers Sofa, ironisch. Also so ein Trend könnte es vielleicht werden. Unglaublich, aber wahr. Junge Menschen interessieren sich wieder für die SPD. Was geht, Genossen? Geiles Shirt. Oder? TSG. So sieht's aus. Allerdings ironisch. Denn die SPD gilt mittlerweile unter vielen jungen Menschen als cooler Trash. Sich in der Öffentlichkeit ironisch als zerstrittener Sauhaufen zu präsentieren, gilt dabei als ebenso cool wie die reumütige Selbstzerfleischung im Anschluss. Das war nicht gut, Leute. Das müssen wir in Zukunft besser machen. Reicht unbeholfene Gaga-Politik wirklich aus, um bei jungen Menschen cool zu werden? Nein, es geht auch um Haltung. Digitalisierung, Klimawandel, das machen sie jetzt alle. Das ist gerade so ein Fancy-Nancy-Ding. Attitude. Die SPD rennt nicht jeder neuen gesellschaftlichen Herausforderung hinterher, verstehst du? So echte Vintage-Politik, die gibt's nur da. Spiegel Online und Olaf Scholz, die Chancen auf SPD-Kanzlerschaft. So fucking lustig. Oh Gott. So schlecht, dass sie schon wieder gut ist. Die Trash-Partei SPD steht immer wieder auf.
Ein Film von Steinberger Silberstein. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wie genau funktioniert das Verfahren der Kandidatensuche und das Auswahlverfahren? Wer kann dann die SPD führen? Das ist ja im Prinzip schnell erklärt. Es läuft folgendermaßen. Zunächst mal können sich Kandidaten melden. Diese Kandidatinnen und Kandidaten brauchen aber die Unterstützung von 5 Unterbezirken oder einem Bezirk oder einem Landesverband. Sehen wir hier schön den Verband, ja? Symbolisiert. So, diese Kandidaten, das wissen Sie, können sich noch melden bis zum 1. September. So lange, ja, ist diese erste Runde. Dann ist erstmal Deadline. Dann gibt es 23 Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren. Anschließend gibt es einen Basisentscheid aller SPD-Mitglieder. Dann gibt es eine offizielle Vorstellung der Ergebnisse des Basisentscheides. Dann gibt es einen Parteitag. Sollten noch mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten im Rennen sein, gibt es noch eine Stichwahl. Ja? Es gibt da noch eine Stichwahl. Wenn noch mehr als 4 Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen sind, gibt es anschließend noch ein Konklave im Vatikan, wo dann Heidi Klum, Dieter Bohlen und der Papst 3 von 4 möglichen SPD-Vorsitzenden auswählen. Die spielen unter notarieller Aufsicht so lange Schnick, Schnack, Schnuck, bis noch einer rausliegt und die letzten 2 entscheiden dann im Sommer 2025 im Berliner Olympiastadion im Elfmeterschießen. Und schon hat die SPD einen neuen Vorsitz. Eigentlich ganz einfach. Und trotzdem sehe ich hier noch Fragezeichen in Ihren Gesichtern. Ich begrüße deswegen eine Expertin, eine Frau, die es wirklich wissen muss. Ich begrüße hier bei Extra die Politikwissenschaftlerin und Parteienforscherin Professor Dr. Ute Rehbein. Herzlich willkommen. Willkommen. Wir erhoffen uns etwas Klarheit, Frau Professor Dr. Rehbein. Frau Doktor, Doktor, bitte sehr. Ich bin hier heute als Medizinexpertin hier bei Extra. Ach so, Extra 3 übrigens. Ah ja, Sie sind ja. Bei Extra 3. Thema meiner Doktorarbeit lautet: Kann man Selbstmord begehen, während man im Koma liegt? Die SPD beweist ja. Okay. Und können Sie das noch etwas ausführen? Na, also ich meine, sehen Sie sich diese Sozenklinik doch mal an. Ja? Der Patient liegt im Sterben und die Partei hat 11 Anästhesisten, aber nicht ein Gehirnchirurg. Mhm. Wie soll man denn Menschen helfen, wenn man die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, einen neuen Oberarzt zu wählen? Ja, wenn man denn überhaupt einen Oberarzt findet? Ja, eben, ja, wenn da überhaupt Doktoren am Start sind, ja, ich sage nur Doktorarbeit, ich sage nur Franziska Giffey, ja, also es erinnert mich an den Namen ihrer Sendung hier, Extra 3 ist das. Extra 3? Nee, nix 3, nicht mal einen finden die, ja, und jetzt haben sie zur Not aus irgendeinem toten Winkel den Wunderdoktor Ralf Stegner ausgebuddelt. Ich kann Ihnen jetzt nicht ganz folgen, wieso den Wunderdoktor? Der kann machen, dass sich offene Wunden vor Schreck alleine zusammenziehen wieder, nur indem er sie anguckt. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Oh Mensch, Herr Extra, also Sie operieren aber nicht mit Lachgas. Ja? Wir wollen ein bisschen lustig sein hier mit Ihnen, ein bisschen Stimmung machen. Okay, ich finde ja eher ganz lustig, dass Ralf Stegner gemeinsam mit Gesine Schwan antritt. Naja, na sicher nicht. Also die wollen diese Doppelspitze. Ja, was ist denn dieser tiefere Sinn dieser komischen Doppelspitze? Naja, also Pippi Langstrumpf-Nahles ist ja nun witt Richtung Tacker-Tucker-Land abgesegelt, ja? Ja. Und um das Riesenchaos in der Villa Kunterbunt aufzuräumen, müssen jetzt Tommy und Annika ran. Achso, da brauchst du 2. Okay. Ja, ein schönes Bild. Nur, dass eben Tommy und Annika, also in dem Fall Ralf und Gesine, schon 59 und 76 Jahre alt sind. Ja, so viel jugendlicher Aufbruch war selten, ja. Und dann steht ja immer noch der kleine Onkel Sigmar Gabriel auf der Veranda und weiß alles besser. Ja. Und ab und zu guckt noch das Äffchen Herr Schröder zum Fenster rein. Also, wenn Sie mich fragen, ist keine einfache Aufgabe. Also, was sollen Sie damit sagen? Sie wollen damit sagen, es sollte doch jemand Erfahrenes machen. Vielleicht doch
Olaf Scholz, meinen Sie, der kann da aufräumen in der Villa Kunterbunt? Ja, also aufräumen kann der ganz sicher, ja. Also Hamburg hat da nach dem G20-Gipfel ja wieder schön aufgeräumt, nachdem er es vorher immer komplett kaputt hat machen lassen. Ja. Wissen Sie, auf welche Prozentzahl Olaf Scholz die SPD meiner Meinung nach drücken wird? Nein, weiß ich nicht. Exakt 3. Ja, exakt 3 wie der Name Ihrer Sendung, ja. Ja, gut. Okay. Frau Professor Dr. Rehbein, ist nicht das eigentliche Problem, dass sich diese ganze Prozedur bis Dezember hinzieht, ja bis Ende des Jahres? Das ist doch unglaublich lang. Das ist für einen Kassenpatienten in Deutschland die ganz normale Wartezeit auf einen Termin. Ja. Wieso sollte es bei der SPD anders sein? Naja, weil es drängende Probleme gibt. Klimawandel, Mietwahnsinn, Migrationspolitik, das sind doch Themen, die die Menschen wirklich interessieren, die denen unter den Nägeln brennen, aber nicht, wer jetzt an der Spitze der SPD stehen soll. Ich meine, sich so lange mit sich selbst zu beschäftigen, in der Psychologie nennt man das Narzissmus. Nur mit einem Unterschied. Narziss, ja, dieser altgriechische Jüngling, der sich in sein Spiegelbild verliebt hat. Ja. Der war schön. Ja. Das kann man von der SPD nicht behaupten. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Ute Rehbein.